Wir stehen jetzt hier am Anfang eines sehr langen Ganges, der eben auch in dem Bau, in dem Nussbaumbau, auf das Ende des Lebens von Felix Nussbaum verweist und gehen auf das Ende zu, auf sein letztes Bild, den Triumph des Todes. Die Datierung des Bildes auf den 18. April 1944 können wir unten in der Ecke auf einem Kalenderblatt sehen, was uns eben auch den Hinweis gibt, dass es sich dabei tatsächlich um das letzte gemalte Bild von Felix Nussbaum handelt. Der Totentanz ist vielen als Motiv bekannt, Felix Nussbaum verändert ihn allerdings ein wenig. Denn wo üblicherweise Menschen und Tod miteinander einen letzten Tanz begehen, fehlen die Menschen in diesem Bild komplett. Der Tod tanzt und freut sich und musiziert. Menschen sind hier allerdings keine mehr zu sehen. Nachdem die Menschen bereits verschwunden sind aus dem Bild, hat der Tod dennoch etwas, worüber er sich freuen kann. Wir sehen am unteren Rand des Bildes in großer Anzahl all das, was wir als Kultur oder Zivilisation bezeichnen können. Dinge, die die Menschheit im Laufe der Zeit hervorgebracht hat. Kunst, Wissenschaft, Gesellschaft, Zivilisation. Ein letztes Aufblitzen von Menschlichkeit ist dennoch in dem Bild zu sehen. Oben am Himmel fliegen mehrere Drachen herum, die Gesichtsausdrücke zeigen, Gefühle, Emotionen, die eben etwas sehr Menschliches sind. Schaut man weiter zur rechten Seite, könnte man meinen, dass diese menschlichen Drachen sich tatsächlich in Fliegerbomber verwandeln. Felix Nussbaums Vater war für ihn Zeit seines Lebens eine ganz wichtige Bezugsperson. So kann man auch hier annehmen, dass er dem Vater eine kleine Hommage widmen möchte. Wir sehen einen Reiter auf dem Pferd, wie der Vater eben auch berittener Soldat im Ersten Weltkrieg war. Außerdem die Trümmer eines Autos, denn die Nussbaum als eine der wohlhabendsten Osnabrücker Familien waren eben auch eine der ersten Familien Osnabrücks mit einem eigenen Auto. Wir sehen den Tod tanzen und musizieren. Und unweigerlich mag man sich vorstellen und überlegen, welche Musik in diesem Bild gespielt wird. Ist es etwas sehr Trauriges oder doch etwas sehr Fröhliches? Immerhin scheint der Tod in diesem Bild ja zu feiern. Einen kleinen Hinweis gibt uns Nussbaum selber durch ein Notenblatt, das er an den unteren Bildrand platziert. Darauf zu sehen die Noten des Lambeth Walks. Ursprünglich ein Stück aus einem Musical, Me and My Girl, Anfang der 1930er Jahre uraufgeführt, wird vor allen Dingen der Lambeth Walk selber zu einer Hymne für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Zeilen des Liedes lauten da, Everything is free and easy, do as you done, well pleasy. Also alles ist frei und leicht und tu, wie es dir gefällt. Wahrlich also ein sehr fröhliches Lied und eine sehr fröhliche Melodie, die dazu gehört. So scheint es fast ein bisschen makaber, wenn Felix Nussbaum dieser apokalyptischen Darstellung ein so fröhliches Lied gegenüberstellt. Der Eindruck mag entstehen, dass der Einzige, der zum Schluss sich freuen und feiern kann, nur der Tod selber ist. Die Melodie des Lambeth Walks ist eine fröhliche und sehr heitere. Sie geht ungefähr da 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 da. Da 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 da, doing the Lambeth walk, oit!